Hi Leute, willkommen bei Flunia Gaming. Ich sehe mir heute mal Master of Orion an. Das ist eine Neuauflage eines Strategietitels aus den 90er Jahren, aus den 1990er Jahren. Das Ganze wird gepublished und gepusht und als Geldgeber fungiert Wargaming.net. Das sind die World of Tanks Macher. So, das Spiel gibt's jetzt über Steam im Early Access. Allerdings ist die Sache nicht ganz billig. Normalerweise zahlt man ja nicht so, also normalerweise zahlt man, was weiß ich, 10, 15 Euro im Early Access. Für ein Spiel, um das kann das dann spielen. Das hier kostet allerdings 45, also eigentlich schon den Vollpreis, den wahrscheinlich das fertige Spiel kosten wird. Man bekommt dafür aber auch die drei Vorgängerteile, beziehungsweise Master of Orion Original, Teil 2, Teil 3. So. Vom Spiel selber habe ich eigentlich keine große Ahnung. Mich hat nur dieses Szenario interessiert. Ich habe das damals, als es 1995 oder 96 rauskam, bin mir jetzt da nicht ganz sicher, nicht gespielt, weil ich da mit Strategiespielen eigentlich weniger am Hut hatte. Deswegen probiere ich es jetzt mal aus. Mich interessiert das Szenario. Weltraumstrategie ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsgenre, aber wenn man dieses Hintergrundbild jetzt momentan sieht, das hier gerade über den Bildschirm flimmert, das sieht doch schon ziemlich cool aus, ziemlich spannend aus. Man kann das Ganze als Einzelspieler zocken. Ich werde das mal machen in dieser Anspielsession. Vielleicht werde ich ein oder zwei Videos dazu machen. Weiß jetzt noch nicht so genau. Aber ich sollte vielleicht auch mal einen Timer stellen. Oh Mann, hey, dass ich das jedes Mal vergesse. Sekunde bitte. So, geht gleich los. Alles klar, Timer läuft. Gut. Damit ich weiß, wie lange ich dieses Video machen kann. Aber das werde ich jetzt nicht nur 20 Minuten machen. Da werde ich ein bisschen länger, also vielleicht 30 Minuten anstreben oder so. Wie gesagt, wenn ich nur eins mache, ist das vielleicht besser. Aber kommt drauf an, was uns jetzt erwartet. Also gespielt habe ich noch nicht. Oder wie viel man halt in der halben Stunde sieht. Gespielt habe ich es noch nicht. Ich habe mir nur mal die Optionen angesehen. Sekunde. Also Grafik habe ich auf 2K eingestellt. Die Qualität auf Ultra. Kantenglättung 8x. Das Gamma, also Bildhelligkeit, scheiß drauf. Vollbild natürlich. Dann hier dieser Button funktioniert irgendwie noch nicht. Also wenn ich hier draufklicke, passiert nichts. Egal was ich einstelle. Oben links seht ihr meine FPS. So, dann beim Gameplay, was haben wir da? GNN, da gibt es so einen Nachrichtensender, der nennt sich GNN Networks, glaube ich, oder so. Den kann man ausschalten, falls einen dieses Gebrabbel nervt. Da wird immer zusammengefasst, was man gerade im Spiel so gemacht hat in letzter Zeit. Finde ich ganz nice. Finde ich ganz nett. Okay, Audio, Steuerung, ja, okay, Interface auf Deutsch. Es gibt hier jetzt sehr viele Sprachen. Als das Spiel im Februar, ich glaube Ende Februar, über Early Access zum ersten Mal auf Steam erschienen, gab es nur Englisch und Russisch, glaube ich. Weil die Wargaming müssten Russen sein, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Jetzt gibt es mittlerweile nach wie vor nur englische und russische Sprachausgabe, aber eben mehrsprachige Untertitel bzw. Bildschirmanzeigen. Und das hilft einem bei einem Let's Play auf jeden Fall schon mal weiter. Weil da muss man, also ich habe mal reingespielt, als es im Februar rauskam. Da muss man ziemlich viel lesen, da muss man ziemlich viel zuhören und da ist dann besser, wenn man das alles auf Deutsch hat, zumindest mal in einem Gameplay-Video. Okay, dann würde ich sagen, zurück zum Hauptmenü. Gut, hier oben, was ihr jetzt nicht sehen könnt, da ist ja meine Kamera teilweise drüber. Vielen Dank, dass Sie beim Early Access teilnehmen. Funktionen und Inhalte können fehlen und geändert werden. Teilen Sie uns Ihr Feedback über masteroforion.com mit. Okay, dann würde ich jetzt sagen, wir wählen mal Einzelspieler aus. Wir können jetzt im Einzelspielermodus gegen computergesteuerte Spiele spielen, ist klar, ne? Ich könnte jetzt fortfahren, mache ich aber nicht. Ich mache ein neues Spiel. Hailing from the cloudy planet Altair, the proud Alkari are an old race of avian hominids. Although well known for their peaceful disposition, they are fierce in combat and will rarely back out of a fight if they believe they have just cause. The Sky Lord rules over the flock. Uncontested. He is the de facto commander of all Alkari fleets, crewed by highly skilled and disciplined soldiers. Their pilots are among the finest in the galaxy. Alkari religion permeates every aspect of their culture, and their zeal can oftentimes be confused with fanaticism. They believe the God of Sky created the Alkari to gaze over every horizon. And have been driven into space to fulfill that calling.
Okay, also das Problem ist jetzt, also da bei der Rassenauswahl, dass der Sprecher halt jedes Mal diesen kompletten Text hier, also da gibt es zu jeder Rasse eine Beschreibung und der rasselt halt jedes Mal diesen Text hier runter. Deswegen, ich werde jetzt mal die Rassen durchklicken, dazu aber nichts sagen. Wir werden uns einfach mal hier durchlesen, was die so können und dann klicke ich weiter. Also tut mir leid, wenn es irgendjemand sich komplett reinziehen möchte, was der Sprecher hier über die Klassen oder die Rassen erzählt. Aber das ist. Dauert viel zu lange, bis der mit allen hier durch ist. Deswegen, wie gesagt, kürze ich das ab, indem ich mich einfach durchklicke, ohne jetzt halt was zu sagen. Sonst quatsche ich dem immer dazwischen oder der quatscht mir dazwischen. Das ist Kacke. Auf jeden Fall gibt's. Am Anfang gab's 6 Rassen. Das waren die hier, die hier, die hier. Und wer war noch dabei? Die hier, die hier und die hier. Und diese drei Rassen sind neu. Also die gab's zu dem Zeitpunkt, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Noch nicht, aber da kommen noch welche dazu. Und außerdem, man kann noch eine eigene Rasse erstellen, wenn man dazu Bock hat. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall aus dieser Auswahl hier irgendeinen nehmen. Ich entscheide mich jetzt einfach mal nach dem ich entscheide jetzt einfach mal nach dem Optikfaktor, beziehungsweise nach dem, der am interessantesten aussieht. Also ich klicke mal auf den Bullrat. Ich werde jetzt erstmal nichts mehr sagen, bis wir hier mit der Rassenauswahl durch sind. The harsh Ursa system is home to the Bullrathi, a ferocious warrior race committed to the preservation of nature. Fearless and brutal in combat, they rely on their strength to overcome opponents while their heavily armored fleets. After ages of internal conflict and faced with dwindling natural resources on their home planet of Earth, humanity finally came together to form a consolidated government. Deep in the Okay, caves die of sehen fies Koldan, aus. the insect-like Klekkan evolved to form the Hive, a unified consciousness stretching from drone to queen. As such, the industrious Klekkan have no individual need. Coexisting in a sprawling, jumbled network filled with incessant chattering voices and signals, the Meklar Combine is an artificial ecosystem of AIs from the planet Meklon. While most Meklar have The blazing savannas of Fieras gave rise to the ruthless warriors known as the Mershon. But their hot temper almost proved to be their undoing. Under the supervision of the controller at Mentar, a sprawling network of Cylon communities comprised the Quanta, devoted to the unraveling of primal in their ways, the cold-blooded Sakura from the planet Sla. It was during the darkest times of human history that the Age of the Khans dawned. All over their home world, civil unrest was mounting as society Also ich crumbled entscheide mich under für the die weight Terraner. of deviancy. Gut, weiter. Okay, Terraner. So, das sind jetzt die Computergegner. Hier sieht's ja Galaxietyp, Greis, ja, okay. Galaxiegröße, lassen wir mal auf Mittel. Wir lassen einfach mal die Standardeinstellungen. Galaxiealter Mittel, Schwierigkeitsstufe nehme ich mal normal. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit klarkomme. Wir werden sehen. KI-Gegner 5. Man kann maximal 5 einstellen, okay. So, Big Bang Seed, was das bedeutet, weiß ich jetzt auch noch nicht, aber man kann sich es eventuell vorstellen. Ist aber eine Idee, habe ich nicht wirklich. Okay, Zufallsereignisse sind an, Pixelschiffe sind aus. Also man kann auch die Grafik von damals einstellen, wenn man das möchte, aber bei der schönen Optik, die man hier beim Spiel hat, wäre das ja Blödsinn. Außer man möchte voll auf der Nostalgiewelle schwimmen und dann kann man das natürlich machen. Piraten ein, Monster ein, Rassenmerkmale ein, ausgewogene Startbedingungen ein, Überlegenheit 500, Diplomatie, ja gut, da wären vielleicht kleine, kommt vielleicht noch so kleine Pop-up-Fenster, wenn man also Mouse-over geht, dass man halt eine kleine Erklärung dazu bekommt, was das Ganze hier. Oder welche Auswirkungen das dann auf den Spielverlauf hat. Gut, ich starte mal. Alles klar. Master of Orion. Spiel wird gestartet. Na? Wie sieht's aus? Beliebige Taste zum Fortfahren drücken. Ich drücke mal die Space-Taste. After centuries of strife and misery, the age of the Khans began. It was a time of great struggle,
when dire circumstances called for radical solutions under ruthless and unwavering leadership. The price was dear, but through the iron rule of the Khans, mankind survived. Having pacified their home world of Alpha Ceti, the Terran Khani now seeks to expand its territories to secure the rightful place of humans in the galaxy until the end of time. Also das ist schon sehr Star Wars-mäßig, beziehungsweise Star Trek-mäßig. My name is Emma. It would seem I've outranked my utility in the Ghost Brigades, and I've been reassigned as your adjutant. Together, we shall see to the protection of our people and the perpetuation of the Age of Khans throughout the galaxy. Zuerst empfehle ich euch, auf die Schaltfläche Eine Flotte wartet auf Befehle zu klicken, um eure Flotte auszuwählen. Also da gibt es dann immer so einen Tutorial-Helfer, die hier. So, Alpha Ceti, das ist unsere Heimatbasis. Können wir mal drauf gehen. So, Größe, Mittel, was heißt das? Biom, achso. Erdähnlich, hä? Das, was ist das für ein Wort? Sorry, wenn ich das nicht kenne. Mineralien ergiebig, Gravitation normal, Merkmale Seegras. Das hier ist, ich weiß es nicht. Also eine Flotte wartet auf Befehle, also das Ganze ist natürlich auch rundenbasiert. So, wir checken mal. Also da oben sind jetzt ein paar Menüpunkte, die sind jetzt aber nicht weiter interessant, deswegen lasse ich da meine Kamera drüber stehen. Achso, ich kann so die Kamera bewegen, wenn ich das möchte. So, also dann eine Flotte wartet auf Befehle, dann werden wir das mal ausführen. So, militärischer Ratschlag. Erkundung ist entscheidend für unseren Erfolg. Bewegen Sie eine Flotte, indem Sie diese durch Linksklicken auswählen und ein Ziel rechtsklicken. Einen Planeten, einen Sprungpunkt, einen Stern oder eine Anomalie. Teilen Sie eine Flotte, indem Sie diese mit links anklicken, beliebige Schiffe im Fenster der gewählten Flotte auswählen und ihnen befehlen, sich zu bewegen. Okay. Also, was soll ich jetzt machen? Wir sollen vielleicht erstmal mit einem Speer voraus. Okay, wo kann ich... Sprungpunkt nicht erforscht. Dann gehen wir doch mal hier rüber, wenn der nicht erforscht ist. So, Alpha Ceti. Alpha Ceti 2. Okay, Größe riesig, Biom, Gasriese, Gravitation hoch, Merkmale keine. In Ordnung, so. Eine Flotte wartet auf Befehle. Was kann ich denn mit dieser Fregatte anstellen? Die haben doch bestimmt auch unterschiedliche Funktionen. Hier kann ich Bewachen machen. Hier kann ich Überspringen machen. Hier kann ich Ausmustern machen. So, okay, dann gehen wir mal mit der Fregatte auch hier rüber. Was auch immer das bringt, das weiß ich nicht. Okay, dann klicken wir hier noch den Speer an und rücken etwas weiter vor. Was kann man denn da machen? Auto erkunden. Also ich kann den auch automatisch in der Weltgeschichte rumfahren lassen. Weiße Sterne, junge Sterne, deren Planeten mineralreich sind, aber kaum Leben ermöglichen. Okay, dann gehen wir mal dorthin. So, Tukana entdeckt. Tukana entdeckt, ein neues Sonnensystem. Auf Forschung wählen. So. Hey, also diese Terraner finde ich cool, auch vom Outfit her. Gefällt mir. So, Forschungsverwaltung. Das ist auch extrem wichtig in diesem Spiel, Forschung zu betreiben. Wählen Sie eine zu erforschende Technologie. Da hätten wir einmal die Regierung. Durch Erforschen dieser Technologie schalten Sie folgende Anwendungsbereiche frei. ETA 8 Runden, Forschungslabor, Regierungsunterstützungsbehörde. Jetzt müsst ihr natürlich nochmal wissen, in welchen Bereichen wir sowieso schon gut ausgebildet sind. So, was haben wir da? Physik. Durch Erforschen dieser Technologie schalten Sie folgende Anwendungsbereiche frei. Automatisierte Fabrik und Neutronenblaster. Okay, das ist vielleicht nicht verkehrt, eine Fabrik zu bauen. Aber ich weiß jetzt noch nicht so genau, worauf es ankommt. Also ich lasse mich da auf völliges Neuland ein, ehrlich gesagt. Aber mir hat die Optik gefallen, als ich das in Videos gesehen habe. Und ich fand halt, seit XCOM 2 stehe ich ein bisschen auf rundenbasierte Strategiespiele. Das ist zwar was anderes wie XCOM 2, aber vom Prinzip her funktioniert es ähnlich. Deswegen war das auch ein Grund, warum ich mich für dieses Spiel mal entschieden habe, mir das anzusehen. Durch Erforschen dieser Technologie schalten Sie folgende Anwendungsbereiche frei. Hydroponische Farm, Biosphären, wahrscheinlich braucht man da alles, aber wahrscheinlich ist es auch nicht verkehrt, sich auf irgendwas zu spezialisieren. Aber ich lasse mich da jetzt einfach mal... Ich lasse das einfach mal auf mich zukommen. Atmosphärischer Erneuerer, Merkulit-Rakete und Fusionsantrieb, Regierung.
Also jetzt klicke ich mal hier aufs Imperium. Was da wird mir. Also ich klicke jetzt mal ganz kurz hier oben noch die Buttons durch, damit wir wissen, um was es hier geht. Oder was die so drauf haben. Bevölkerung habe ich momentan 8. Kolonien habe ich eine. Credits habe ich 50 plus 18. Steuersatz, den kann man wahrscheinlich auch ändern. Ich lasse es mal so eingestellt. Schwerpunkt ausgeglichen. Da kann ich dann, je nachdem, was ich brauche, wahrscheinlich den Schwerpunkt anpassen. Ja. Alpha Seti. Bla bla bla. Okay, dann Forschung. Our engineers await your command, Colin. Okay. Marvelous. Excellent. Marvelous. Marvelous. Excellent. Brilliant. Also, womit fangen wir an? Was kann man denn hier bauen? Ein Forschungslabor. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Forschungsraum, Forschungsbaum anzeigen heißt das. So. Kann man den auch schon etwas zoomen? Gut, wo befinden wir uns gerade? Hier steht irgendwas. Hier blinkt irgendwas. Warum? Habe ich natürlich keine Ahnung. Verfügbar, nicht verfügbar, in Warteschlange und Knoten. Wirtschaft. Wahrscheinlich habe ich das hier schon erforscht, oder? Nein, das ist alles noch gesperrt. Ach, das kann ich schon. Ach, Ingenieurswesen. Jetzt verstehe ich das. Okay, da sieht man ja dieses Schlosssymbol. Ingenieurswesen. Ich kann einen Zerstörer bauen und Flugabwehrraketen. Also die sind eher auf Ärger aus, diese Terraner, habe ich so den Eindruck. Dann fortschrittliche Fusion. Der Fusionsantrieb ist der nächste Schritt beim interstellaren Antrieb. So, dann schauen wir einfach mal. Was macht Sinn? Todesspore, Klonzentrum. Vielleicht macht irgendwas Sinn, wo ich dann Nahrung produzieren kann oder so. Vielleicht fangen wir damit mal an, bevor wir uns hier bewaffnen oder sonst irgendwas in der Richtung tun. Wo mache ich das? Automatisierte Fabrik. Hier. Was ist das? Moment. Diese Technologie schalten Sie folgende Anwendungsbereiche frei. Schild der Klasse 1, ECM-Störsender, Tiefensensoren, Elektronikcomputer, Biotechnologie, Klonzentrum, Todesspore. Ah, da. Okay. Handelswaren, koloniale Steuerbehörde, zivile Transporter, bla bla bla. Ich weiß jetzt echt nicht, in was für eine. In was für eine Technologie ich hier investieren soll. Beziehungsweise in was für einen Forschungsbereich wir hier jetzt erstmal gehen sollten. Weltraumfahrt, warte mal. Durch Erforschen dieser Technologie. Achso, das habe ich ja schon. Okay. Sorry, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen planlos hier mich umsehe, aber das ist noch komplett neu. Und es will wohl überlegt sein, was man tut. Okay, ich schaue mir das nochmal kurz durch. Fangen wir mal vielleicht mit der Wirtschaft an. Hier steht jetzt irgendeine 2, warum auch immer. Also, Wirtschaft klicke ich mal an. A brief interruption. Klicken Sie, um das Spiel fortzusetzen, auf nächste Runde unten auf dem Bildschirm. Okay. Nächste Runde 2300 AD. My liege, a moment. Wirtschaftlicher Ratschlag. Unser erstes Kolonieschiff steht bereit. Mit diesem Schiff kann auf jedem bewohnbaren Planeten eine Koloniebasis mit einer Bevölkerungseinheit angesiedelt werden. Ein Kolonieschiff hat keine Waffen, daher empfiehlt sich eine Militäreskorte. Gut, wählen Sie die Planeten mit gutem Biom. Könnte man auch den hier nehmen. Nein, Gasriese. Achso, das geht nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Lebensraum ist das wahrscheinlich. Um das Bevölkerungswachstum zu steigern und reichhaltige Mineralvorkommen, um die Produktion zu steigern. Prüfen Sie die Gravitation des Planeten, um zu sehen, ob dadurch die Produktivität beeinflusst wird. Kolonieschiff. Okay, da muss ich dann aber... Danke. Da muss ich dann aber hier mal weiter, oder? Also, was machen wir jetzt mit dem Kolonieschiff? Also, der Gasriese bringt mir gar nichts, habe ich das Gefühl. Dann würde ich sagen, wir reisen mit dem Kolonieschiff vielleicht mal dorthin. Sprungpunkt. Kolonieschiff abgeschlossen auf Alpha City 1. Produktion auswählen. Hä? Produktion auswählen, gut. So. Produktion ist der Schlüssel zur Kolonieentwicklung. Wählen Sie das nächste von der Kolonie produzierte Element, indem Sie auf das Plus-Symbol klicken. Mhm. Und auf eine Struktur, ein Kolonieprojekt oder ein Schiff doppelklicken. Also da kann man sich jetzt raussuchen, was man bauen möchte.
Alle in der Kolonie erbauten Strukturen geben ihr Boni, die der dazugehörigen Kategorie entsprechen. Kolonieprojekte sind entweder fortlaufende Prozesse, die jede Runde Auswirkungen haben, oder einmalige Unterfangen, die am Ende einen dauerhaften Effekt haben. Sie können auch militärische und zivile Schiffe bauen. Beschleunigen Sie den Bau, indem Sie mit Credits den Bau erkaufen. Das Element wird in der folgenden Runde fertiggestellt. Okay, Produktion auswählen. Was will ich denn... Verschmutzung säubern. Verwendet Produktion, um Verschmutzung zu beseitigen. Raketenbasis. Oh Mann. Alle. Da habe ich ja... Die Dinger muss ich wahrscheinlich erstmal... Oh, Moment. Die Dinger muss ich wahrscheinlich erstmal... Alle erforschen, bevor ich die überhaupt bauen kann. So, was nehme ich dann da? Was brauchen wir? Ein Kampfschiff, um die Fregatte zu begleiten, oder? Dann bauen wir doch mal einen Zerstörer. Wo finde ich denn meine Ressourcen? Kann ich das überhaupt schon? Kosten 60. Mittleres Eskorteschiff, ja, das brauchen wir. Schwer bewaffnet und robuster als die Fregatte. Was steht zur Fregatte? Angriffsschiff mit geringer Tragfähigkeit, die nur leichte Bewaffnung erlaubt. Ja, komm, dann nehmen wir hier den Zerstörer mit. Speer, das ist klar. Günstig und schnell. Speer sind unbewaffnete Schiffe für die Erkundung des Weltraums. Okay, ich baue jetzt mal... Was kann die Weltraumfabrik? Kann Verteidigungs- und Radargeräte an Sprungpunkten sowie Minen an Asteroiden anbringen, um wertvolle Ressourcen auszubauen. Okay, dann nehmen wir mal den Zerstörer. Also, da sieht man, 5 Atombomben brauche ich. Was? Atomrakete. Ach, das ist das, was der dann hat, oder? Okay, mal gucken, ob das schon geht. Also, wie lange braucht das? Zerstörer, Produktion. Da kann man auch die Leute irgendwo anders einsetzen, wenn man das möchte. So, Forschung wird verwendet, um technologische Durchbrüche im Forschungsbaum zu erzielen. Forschung wird von Bevölkerung, die diesem Bereich zugewiesen wurde, von speziellen Gebäuden und von Artefakten erzeugt. Oh Mann, da muss man schon ganz schön viel wissen eigentlich. Nahrung wird dazu verwendet, die Bevölkerung dieses Planeten zu ernähren und zu vermehren. Okay. Und Produktion, das kann man vielleicht mal alles so stehen lassen. Ich habe sonst eigentlich keine Ahnung. Sollen wir noch was bauen? Vielleicht... Die Verschmutzung säubern. Mal gucken. Mal hier oben sieht man ja schon 2% Verschmutzungsgrad. Ist das Ergebnis industrieller Abfälle? Achso, jetzt macht er das... Nicht das, was ich gerade wollte, sondern... Das hier wollte ich doch bauen, oder? Nehmen wir lieber das. Warteschlange anzeigen. Ich habe keine Warteschlange. Automatisches Bauen verwenden? Nee. Nee. Ich will das schon alles selber kontrollieren. Okay, aber... Achso, jetzt könnte ich hier nochmal auf Plus gehen und zusätzlich was machen. Jetzt nehme ich das hier auch noch mit. Gut, das war's. Jetzt haben wir hier die Warteschlange. Okay. Wie lange das braucht, weiß ich nicht. Das muss ich alles noch rausfinden. Ich habe echt keinen Plan von diesem Spiel. So, Planeteninfo. Größe, Biom... Mineralien, normal. Seegras. Gibt der Kolonie einen Bonus auf Nahrung. Okay, cool. Bevölkerung. Credits. Verteidigung. Bodenverteidigung. Okay, alles klar. Strukturen verwalten. Anzeigen. Kapitol. Marinekasernen. Das sind die Gebäude, die schon hier stehen. Fertig. Sternenbasis. Okay, fertig. Das ist mir jetzt eigentlich noch egal. Ich habe jetzt hier wirklich nicht so die große Ahnung. Ich muss erstmal gucken... Was ich eigentlich sonst noch so tun kann. Gut. Eine Flotte wartet auf Befehle. Okay, dann würde ich sagen, wir erforschen mal diese Gegend hier. Nicht erforscht. Macht er was? Ja, der bewegt sich aber immer nur, von Punkt zu Punkt, also nicht komplett. So, warte. Eine Flotte wartet auf Befehle. Was können wir noch machen? Speer. Welcher Speer ist das denn? Dann gehen wir mal dahin. Nächste Runde. Ich hoffe, ich mache das jetzt alles richtig. So, Imperium. Wo hat man denn jetzt nochmal gesehen? The Khans walks a steady pace, and our engineers follow suit. Also das ist mein Fortschritt, oder? Beim Erforschen. Vermute ich mal. Ja, das wird wohl noch eine Weile brauchen. Alles klar. Was haben wir noch? Forschung.
Schiffsdesign. Oh, cool. Kann man auch festlegen. Diplomatie. Momentan bin ich noch mit niemandem in diplomatischen Beziehungen oder in Verhandlungen. Okay, Pfad zum Sieg. Diplomatischer Sieg, technologischer Sieg. Überlegenheitssieg. Die höchste Punktzahl. Okay, was haben wir noch? Planeten. Okay. Was steht da? Flottenverwaltung. Gut. Nächste Runde. Militärischer Ratschlag. Vor einem Gefecht ist es wichtig, die Stärke des Gegners zu berücksichtigen und mögliche Folgen abzuschätzen. Unsere Schiffe sind mit einem Spezialgerät ausgestattet, das die Stärke der gegnerischen Flotte einschätzen kann. Die Stärke zweier unterschiedlicher Flotten kann verglichen werden, indem sie zuerst die Flotte anklicken und dann mit dem Mauszeiger über eine gegnerische Flotte fahren. Okay, Leute, ich denke, das mache ich dann im zweiten Video. Ich werde noch ein zweites Video machen, mich da noch ein bisschen mit dem Spiel befassen. Und dann war es das mit meiner Vorschau zu diesem Game. Ich bedanke mich fürs Zugucken, Leute. Viel Spaß beim selber zocken und bis demnächst. Ciao.